Hallo Schalker. Hallo Schalker. Hallo Abi. Willkommen zum Autotalk. Dennis, Glück auf. Jo, wir haben heute mal, denke ich, drei Dinge zu besprechen. Das ist einmal die letzte Partie gegen die Hertha, dann unseren kommenden Gegner, der SC Freiburg, und dann würde ich gerne noch mal von dir die Stellungnahme zu unserem Herrn Schröder hören. Ja, also zu Hertha kann ich nur sagen, die erste Halbzeit war sehr, sehr gut. So kann ich mir also Schalke vorstellen, wenn man in der Bundesliga drin bleiben will. Ja, war eine sehr gute Leistung. Wir haben gut gepresst, wir haben zwei schöne Tore gemacht, leider nicht anerkannt. Aber in der zweiten Halbzeit war es eben wieder so, dass wir wieder in unserem alten Trott reingefallen sind, von den Gegnern zu weit weggegangen und deswegen haben wir das Spiel eigentlich auch verloren. Absolut. Vielleicht hätte Kreuzer mal ein bisschen auf den Tisch hauen müssen in der Halbzeit, dass er die nochmal wachrüttelt. Ich weiß es nicht, ob er es getan hat, aber na gut. Ja. Ja, jetzt kommt aber, wie gesagt, der Tabellendritte, der SC Freiburg zu uns. Die haben gegen Olympiakos 1:1 gespielt, also die scheinen auch ganz gut drauf zu sein. Ja, ich habe mir das Spiel am Donnerstag angeguckt und waren lange 1-0 in Rückstand, haben aber wahnsinnig viel Druck gemacht und also man hat schon bemerkt, dass irgendwo ein Tor in der Luft liegt und sie haben es natürlich ziemlich spät gemacht, aber man hat gesehen, da ist schon richtig Power in der Truppe. Und Streich hat sich da eine tolle Mannschaft zusammengeführt. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war begeistert von Freiburg. Wir müssen, wie ich immer gesagt habe, Ärmel hoch und Vollgas geben. Es sind viele junge Leute drin, die, glaube ich, mit dem nicht so gut zurechtkommen, wenn man eben aggressiv an die Sache rangeht. Das kann ich mir gut vorstellen. Sonst sind sehr gute Fußballer und das wird sicherlich schwer. Ja, die haben Charakter bewiesen, ja. Okay, jetzt würde ich ja gerne nochmal von dir mal hören. Was hältst du von dem Abgang, von dem Rücktick von dem Schröder? Das ist ja auch ein dicker Hund. Ich persönlich weiß nicht, warum und weshalb er abgehauen ist. Ob es im Verein Schwierigkeiten gab, das wissen wir alle noch nicht, aber das wird ja irgendwann vielleicht auch mal rauskommen. Und vielleicht ist er auch gegangen, weil er einfach gesehen hat, die Mannschaft, die er für die Bundesliga zusammengestellt hat, ist doch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und deswegen hat er vielleicht gedacht, aus privaten Gründen höre ich da mal lieber auf. Ja, auf jeden Fall, wir müssen kämpfen. Wir brauchen die drei Punkte, definitiv. Dann hast du noch einen Ergebnistipp für uns? Dennis, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Unentschieden gegen Freiburg raushole, wäre super und guter Einstand für einen Reis. Ja, da bin ich auch. Das sehe ich genau wie du. Abi, dann wünsche ich uns jetzt erstmal ein schönes Spiel. Ein Punkt, wenn nicht sogar vielleicht drei. Ja, das wäre super, Dennis. Es muss gleich aufgehen. Schalker, Glück auf. Nur der S04. Tschüss. Ciao.